Ja, hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Hellraiser und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das längste Vorspiel aller Zeiten. Heute mit... Ja, was ist Quantum Break eigentlich? Serie? Spiel? Spiel? Serie? Also, ich bin völlig überfordert, aber wir schauen rein. Akt 1. Riverport University Experiment. Die Zeit ist Todesursache Nummer 1. Sie kriegt uns alle. Was Sie wissen müssen ist, die Zeit ist zerbrochen. Ein wachsender Riss führt zum Ende der Zeit. Hallo Crunchy. Und wir suchten was, um es in Ordnung zu bringen. Aber es ging schief. Paul Serene konnte uns aufhalten. Er hat Superkräfte. Jack? Wie ich auch. Wir versagten. Jack. Und natürlich gab es Zeitreisen. Jack. War das jetzt zu schnell? Okay. Was besprechen wir als erstes? Sagen Sie es mir. Nochmal von Anfang an. Als Sie zum ersten Mal zur Riverport-Universität kamen. Ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Mein Bruder Will war Wissenschaftler. Er war auch beteiligt. Paul meinte, es würde die Welt verändern. Er hatte recht. Ja, habe ich gemacht, Crunchy. Hey, Mann! Pass auf, wo du hinfährst! Fick dich! Verschwinde von der Straße! Die Riverport-Universität. Wir sind da. Kein Problem. Hey. Danke, Kumpel. Kein Problem. Sie waren 6 Jahre weg. Paul und ich waren in Kontakt geblieben, aber mit Will nicht wirklich. Vieles hat sich verändert. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich war glücklich, Paul wiederzusehen. Paul, Jack. Ich bin gerade auf dem Campus angekommen. Wo steckst du? Wie schön, deine Stimme zu hören. Wenn du den Innenhof erreichst, dann schau nach rechts. Dort siehst du das schicke Physiklabor, in dem die Lichter an sind. Ich treffe dich dort drin. Ich freue mich so. Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum es hier geht. Ich weiß. Bis gleich. Warum um 4 Uhr nachts? Warum nicht bis zum Morgen warten? Paul war schon immer etwas dramatisch. Paul war schon immer erfolgshungrig, vom Erfolg getrieben. Er hat es auf eine ganze Reihe dieser junge Unternehmer des Jahreslisten geschafft. Und jetzt koordinierte er ein riesiges Projekt an der Universität. Für ihn war das eine große Sache. Und da muss man sich natürlich die Nacht um 4 treffen. Eine ziemlich lange Reise, nur um ein Forschungsprojekt zu sehen. Zwischen den Zeilen las ich, dass Paul unter sehr viel Druck stand. Er brauchte einen Freund. Ich wollte ihm helfen, so gut ich konnte. Gibt's ja gar nicht. Jack Joyce. Höchstpersönlich. Der hochverehrte Mr. Paul Serene. Wie geht's, reicher Mann? Halt die Klappe und komm her. Willkommen zu Hause. 6 Jahre. Ich dachte schon, du kehrst nie zurück. Ja, ich auch. Komm mit. Da lang. Wir gehen nach oben ins Labor.
Wie war der Flug? Erste Klasse, danke. Ein deutliches Upgrade seit unserem Roadtrip nach Utah. Ich vermisse diese Zeiten. Ich schätze, dass Will nicht zu uns stoßen wird. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich wusste, dass Paul Will um Hilfe bei seinem Projekt gebeten hatte. Will war die einzige Familie, die ich hatte, aber er war schwierig. Du verschweigst mir doch etwas. Geht es um meinen Bruder? Du musst dir immer noch Sorgen, hä? Wenn Will etwas falsch gemacht hat, dann... Jack, ich hatte einen Grund, mich bedeckt zu halten. Das Projekt, an dem wir arbeiten, es wird die ganze Welt verändern. Ach, warum habe ich das Gefühl, dass ich es gleich mit einer deiner langen Präsentationen zu tun bekomme? Wie käme ich denn dazu? Oh, sieh mal, eine perfekt platzierte Präsentation zu unserem Projekt. Wer hat die da wohl hingelegt? Was für ein Zufall. Schockierend. Okay, Spaß beiseite. Zum Labor geht's da lang. Komm. Na los, komm doch einfach zum Punkt. Du hast dich kein Stück verändert. Ja, wir wollen ja auch mal wissen, was hier los ist, nicht? Hallo, Schrumpelrübe. Willkommen zum Projekt Promenade. 9. Oktober 2016. Scheiße. Ihr müsst eine Menge Kohle zur Verfügung haben. Ist auch geil. 5 Minuten vor dem Riss in die Zeit. Die Zukunft, Jack. Vor dir siehst du die größte Entdeckung unserer Zeit. Sehr beeindruckend, aber Will ist der Wissenschaftler. Wozu brauchst du mich? Es gibt einen Grund, warum wir das hier um 4 Uhr morgens machen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Du musst mir helfen, Will zu überzeugen. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Als dein Bruder das Ausmaß unserer Anstrengungen erkannte, da... Nun ja, du kennst ja Will. Ja. Nein, kenne ich nicht. Warte, ich muss was von meinem Schreibtisch holen. Will hat überreagiert. Er hat die Investoren vergrault, indem er behauptet, genau. Die Berechenfehler, große... Grabsch das mal einen fremden Rechner an. Ohne jeglichen Beweis. Es funktioniert, aber sie werden uns die Mittel kürzen, wenn ich es nicht beweisen kann. Jack, du weißt, dass es mir schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Ich stecke wirklich in der Klemme. Du musst verstehen, dass die Tests, die ich hier durchführe, nicht so ganz legal sind. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Was Will auch getan hat, ich will es wieder in Ordnung. Illegaler Shit. Ich habe meinen älteren Bruder geliebt, aber er hat es mir nicht leicht gemacht. Im Wesentlichen ist alles schon vorbereitet, aber du bist derjenige, mit dem ich das machen will. Jack. Perversa. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Genau, wir grabschen erstmal alles an. Tablets. Fettes Büro um 4 Uhr nachts, kein Kaffee. Top. Kann man sich wohl nur mit Speed wach halten. Du musst den Hebel dort drüben betätigen, an dem Kononleitung steht. Dadurch wird der Kern aktiviert. Ich werde eine Diagnose durchführen und dafür sorgen, dass er stabil bleibt. Hä? Ah, Hebel. Ah ja. Wird nur die Kononleitung initiiert. Natürlich, weil ich ja weiß, was das ist. Sicher, dass das so richtig ist? Los, mach volle Bulle. Was war das? Der Kern repliziert die Auswirkungen eines mikroschwarzen Lochs. Ihn zu aktivieren kann also ein wenig heikel sein. Ein schwarzes Loch? Was genau testen wir hier? Wirst du gleich sehen. Hier entlang. Wir müssen den Korridor anheben. Wie in alten Zeiten, was? Ein bisschen illegal und ein Stück weit unverantwortlich. Ich hatte früher schon so einiges mit Paul getrieben. Aber das hier war etwas anderes.
Allerdings wusste ich immer noch nicht, wie schwerwiegend und weitreichend die Konsequenzen sein würden. Wie konnte ich auch? Aber ich kannte Paul. Er spielte den Coolen, aber ich sah, dass er nervös war. Es ist soweit. Wir machen es wirklich, Jack. Es wird der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du brauchst ihn, um den Korridor zu aktivieren. Für die Aktivierung müssen wir beide Schlüssel gleichzeitig umdrehen. Reine Sicherheitsmaßnahme. Bereit? Wie bei einer Atombombe. Warte, wir aktivieren doch keine Atombombe, oder? Finden wir es raus. 3, 2, 1. Und jetzt kommt der pinkfarbene Power Ranger, zerstört uns. Der Korridor. Der Passagier tritt am einen Ende ein, folgt der Schleife, tritt am anderen Ende wieder aus. Und erscheint zum festgelegten Zeitpunkt dort, wo die Maschine genau dann physisch steht. Passagier? Warte mal, dieser Korridor ist für... Du hast tatsächlich vor, in das Ding zu steigen? In die Maschine? Durch die Zeit? Haha, wahrscheinlich nicht er. Zeitmaschine. Ich werde der Erste sein, Jack. Mit dir als Zeugen. Das ist verrückt, Paul. Das kann ja wohl nicht sicher sein. Was ist, wenn... Unser Team hat in der Testphase bereits bewiesen, dass es funktioniert. Sie ist bereit. Wir haben jeden einzelnen Test bestanden, jede einzelne Inspektion. Wir sind dabei, Geschichte zu schreiben, Jack. Du musst einfach nur diesen Schalter umlegen. Zwei Minuten in die Vergangenheit. Merk dir diesen Moment. Was? Wie? Keine Sorge. Alles okay, bleib ruhig, Jack. Bleib ruhig, jetzt gibt es dich zweimal. Du hast dich verdammt nochmal vervielfacht. Das hier ist genau das, was passieren sollte. Dass er ist eine Zukunftsversion von mir aus... 2 Minuten in die Zukunft. Ein böses Zukunfts-Ich. Geschafft! Einfach unglaublich. Ich meine, was das für uns bedeutet. Wir könnten die Menschen vor Unheil warnen. Unheil warnen, Krankheiten heilen, muss ich sich ausbreiten. Die Unterhaltung hatte ich gerade. Hört sich beim zweiten Mal immer noch gut an. Meine Güte. Jetzt geh du in die Maschine. Du musst den Kreis schließen. Ja, ja. Natürlich. Warte, Paul, was tust du? Es ist alles eine Schleife, Jack. Ich muss in die Maschine und zu dem Moment zurückreisen, an dem ich die Maschine verlassen habe, um hier zu sein. Und wenn du das nicht tust? Es gibt kein Was, wenn. Ich bin hier, es ist schon geschehen. Die Frage, dass ich selbst beantworten kann. Du hast es gesehen, Jack. Wir haben es geschafft. Nein, das ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Ich kann gar nicht... Wir können jetzt nicht aufhören. Wir müssen die andere Richtung testen. Stell die Maschine auf 5 Minuten in die Zukunft ein. Was tust du da? Jack. Du musst mir helfen. Wir müssen das Ding abschalten. Nein, halt ihn auf! Er beschädigt den Kern! Jetzt, warte mal! Wir können es nicht abschalten, Paul ist noch da drin! Halt's Maul! Sieh mich an! Nimm die Waffe runter, dann reden wir, okay? Dafür ist keine Zeit! Du denkst nicht klar! Nimm die Waffe runter! Heilige Scheiße, Will. Die Zeit wird enden! Jack, bitte vertrau mir! Sonst was? Halt ihn auf! Nein, ich hol dich da raus! Krasses Pferd. Oh Gott, oh nein! Nein.
Ah, Error 404. Jetzt ist er der pinkfarbene Power Ranger. Alles okay? Ich glaube ja. Ich finde einen Weg raus. Kümmere du dich um Will. Ja. Okay. Wills Worte halten in meinem Kopf wieder. Die Zeit wird enden. Was zur Hölle? Das ist verrückt. Will! Will! Was zur Hölle ist mit dem? Jack. Hey, Will. Der Nullzustand. Die Effekte sind ja geil. Sie hat mich gewarnt. Ich wusste, dass sie recht hatte. Die ganze Zeit über. Ich habe Paul gewarnt. Es hätte vermieden werden können. Es ist zu spät. Natürlich, im Physiklabor kommen sie erstmal mit Knarre. Jack! Es gibt nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Jack! Ach, und er läuft gemütlich, oder was? Komm! Wir können durch die Luke fliehen, durch die ich gekommen bin! Dann geh rein da! Ich wollte Paul nicht im Stich lassen. Aber es gab keine Möglichkeit, ihm zu helfen. Ich wusste nicht, wo er landen würde. Schnell! Er ist hier! Feuer frei! Was zur Hölle? Schnell! Hier entlang! Ah, geil, wa? Wir müssen weiter. Nein! What the fuck? Matrix Live. Ja, alter Schnitzelverklopper. Du hast... Was ist... Los, hier lang. Weiter. Das war das erste Mal, dass sich meine Kräfte bemerkbar machten. Ein unkontrollierbarer Energieschub, der Will gerettet hat. Jack, weil du so nah am Impuls warst, muss er deine Verbindung mit dem Kronon-Feld verändert Will. Haben. Was ich da eben getan habe. Was zum Teufel ist hier los? Das versuche ich dir gerade zu erklären. Aber nicht so, dass ich es verstehe. Eine Explosion ist schlecht für die Zeit. Wenn die Zeit ein Ei ist, dann ist dieses Ei jetzt zerbrochen. Das Zeitei ist im Arsch. Ha! Die Zeiteier sind kaputt. In der Zeit ist ein Riss. Sie bricht auseinander. Und das führt zum Ende der Zeit und die Tür. Was? Verschlossen. Ich habe keine Zugriffsrechte mehr. Genau, und es hilft dagegen zu hauen und sich die Hand kaputt zu machen, du Trottel. Geh zur Seite. Du kriegst sie schon auf. Will, da sind noch mehr. Versteck dich. Haltet die Augen auf. Sein ist hier. Sie kommen. Hier rein. Ich habe Paul gewarnt, dass die Berechnungen falsch sind.
Ich habe versucht, dich dazu zu bringen, mir zuzuhören. Indem du mir eine Waffe vor die Nase hältst? Ja, eine Waffe. Richtig salzige Eier. Halt's Maul und hör mir zu. Wie immer, ganz logisch. Du. Nein, was denn? Ich weiß nicht. Hier ist alles in Ordnung. Schöne Salty Balls. Das ergibt alles keinen Sinn. Wie? Warum bist du überhaupt hier? Das ist im Moment deine größte Sorge? Paul bat mich, dein Chaos in Ordnung zu bringen. Mein Chaos? Verstehst du überhaupt? Kümmere mich drum. Ich sehe da hinten überhaupt nichts. Vielleicht muss ich dahinter kriechen. Scheiße. Also ist der andere jetzt quasi raus. Ist er jetzt 5 Minuten zurück oder 5 Minuten vor? Du warst nicht hier. In 6 Jahren ist viel passiert. Hier geht es um mehr als uns. Nimm's nicht persönlich. Sie versuchen uns zu töten, Will. Das ist schon sehr persönlich. Glaub mir, das Letzte, was ich wollte, war, dich mit reinzuziehen. Es tut mir leid. Der Riss in der Zeit wird immer größer. Wir müssen etwas dagegen tun, bevor es zu spät ist. Bis die Eier platzen quasi. Als erstes müssen wir zu meinem Wagen. Mach du das mit der Tür. Will, runter! Oh Gott! Sie ist bewaffnet. Eröffne Feuer! Wir sitzen fest! Ich auch schon bemerkt. Himmel! Los, los, Jack, los! Bist du... Waffengebrauch freigegeben! Bleib unten! Lass die Waffe fallen, Joyce! Hört auf uns zu schießen! Verflucht! Bam, Junge! Will, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Aber Jack, das war... Ich weiß. Das ist völlig außer Kontrolle geraten. Ich habe schon mal eine Knarre benutzt. Ich war schon in brenzligen Situationen, aber ich wurde noch nie von professionellen Gangstern gejagt. Er sagt, dass das Gangster sind. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Warte. Er kommt runter. Versteck dich. Nicht schon wieder. Los, 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 los. Das schaffst du. Das schaffst du. Wo sind die anderen? Das gefällt mir nicht. Du hast die Schüsse gehört. Da ist was schiefgelaufen. Wir müssen ihn umgehen. Diese typischen Connor-Uniformen. Er schießt auf mich. Das Arschloch schießt auf mich. Richtiger Sprayer, Alter. Die Zeit spielt wieder verrückt. Ach was. Wir müssen los. Hast du das gehört? Sie kennen unsere Namen. Sie wussten, dass wir hier sein würden. Sie sind hinter der Zeitmaschine hier. Der Lift. Er ist der einzige Weg hier raus. Wir können nicht zu deinem Wagen. Mona könnte dort auf uns warten. Wir müssen, Jack. Es ist wichtig. Der Riss muss repariert werden. Die werden jetzt also die Eier flicken. Wir müssen zu meinem Auto. Okay, also, erklär mir das mal, Will. Die Zeit ist also zerbrochen. Gut. Und jetzt sagst du, dass wir das reparieren können? Theoretisch schon. Ich habe für so einen Fall etwas gebaut, vor vielen Jahren. Aber es wird nicht einfach sein, die Gegenmaßnahme zu finden. Die Gegenmaßnahme? Was? Okay. Was ist? Vielleicht lassen sich die Türen noch öffnen. Ich versuch's mal. Oh! Will? Oh, Scheiße. Schon wieder eingefroren.
Was zur fucking Hölle? Irgendwie konnte ich mich darauf konzentrieren und Will aus seiner Starre lösen, auch wenn die Welt noch eingefroren war. Anomalie. Sie hatte recht. Mit dem Rest. Mit allem. Hehe, geil. Wo steht dein Wagen? Hier entlang. Sieh dir das an, sie ist völlig verängstigt. Was machst du? Sie soll sich bewegen. Sie bleibt erstarrt. Es hat bei dir funktioniert. Warum funktioniert es bei den anderen nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es etwas mit den Kronenpartikeln zu tun. Die Kronjuwelen? Das ist eine verdammte Invasion. Was machen sie? Und warum? Und weshalb? Und wieso? Und wer überhaupt? Alle Zeugen, die von ihren Unternehmungen wissen. Wo steht denn jetzt die Karre? Wir können durch den Hörsaal zum Parkplatz gelangen. Du sagtest, du wärst darauf vorbereitet. Woher wusstest du, dass es passieren würde? Beth Wilder. Es ist kompliziert. Ich erkläre es im Auto. Na denn, mal los. Durch diese Tür. Die Anomalie ist kollabiert. Für den Moment. Nein, nein, mein Wagen. Sie bewachen den Parkplatz. Oh Gott, das ist... Okay, okay, Will, beruhige dich, okay? Ich kümmere mich darum, ich werde mich durchkämpfen. Ich hol das Auto her. Bist du sicher, dass du das schaffst? Nein, bist du sicher, dass du die Zeit retten kannst? Nein. Dann sind wir wohl quitt. Hier, die Schlüssel. Hey, Jack. Sei vorsichtig. Ja, na klar. Okay, werde ich. Drücke Y, um den Zeitblick zu aktivieren. Was zur Hölle? Meine Kräfte wurden stärker. Ich konnte jetzt Dinge fühlen, Warnungen und auch Echos aus der Ich habe gerade Befehle von Monarch Actual erhalten. Da wir schon mal hier sind, sollen wir den Wagen von William Joyce finden. Gibt's ein Kennzeichen? Sie arbeiten dran. Wahrscheinlich irgendein Schwachsinn wie Xenon oder Neutron. Zur Auswahl und du musstest den hier nehmen. Pass auf! Völlig verrückt. Okay, wo ist dein Auto, Will? Ah. Ich konnte ein Echo aus der Vergangenheit sehen, wie Will in die Universität gekommen ist. Ich hoffe wirklich, ich bin nicht zu spät. Das... Ich sehe die Vergangenheit. Scheiße! Etwas hatte sich verändert. Ich konnte die Hand ausstrecken und die Zeit in einem bestimmten Bereich anhalten. Von mir! Du weißt nicht, was du tust! Will! Oh, fuck! Sie kommt von da, wo ich Will zurückgelassen habe. Ich muss zu ihm. Und zwar schnell.
Aber richtig Eierkuchen, Alter. Wie viele von diesen Arschlöchern gibt's hier? Mann, stirb doch endlich. Motherfucker. Planänderung. Scheiß auf das Auto. Ich muss zu Will. Er ist in Gefahr. Wo ist Jack Joyce? Ha, Ratefuchs. Wo ist mein Bruder? Vielleicht kannst du sie noch einholen. Warum hilfst du mir? Du hörst zu denen. Es ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob du schaffen wirst, aber du solltest dich beeilen. Das war das erste Mal, dass sie Beth Wilder sahen? Ja, aber sicher nicht das erste Mal, dass sie mich sah. Will! Will! Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Ah. Fuck! Scheiße, scheiße. Okay. Alter. Was zur Hölle? Ich muss zur Bibliothek. Da bringen sie ihn hin. Aber richtig heftiger Beef, ey. Was? Sie hatten immer noch keine Ahnung, dass Wilder ihnen half? Sie war nicht die Einzige. Im ganzen verdammten Campus sind die Lichter aus. Jemand hat den Strom ausgeschaltet. Das sollte eine Geheimoperation werden. Wir haben, was wir wollten. Ja. Warten wir mal den Schiff. Der Gegner ist hier. Ist Joyce. Jetzt. Was zur Hölle? Boah, geht nochmal hinter den Pfeiler. Ah. Bleiben Sie unter Information. Er wird zu uns kommen. Ja, werde ich.
Ja, fertig. Meinst du? Hat was. Okay, ich muss zur Bibliothek. Der bringt ganz schön ein bisschen was durcheinander, ja. Es ist eine Bibliothek, die verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Ha! Er muss Bücher zurückbringen. Köstlich. Ich muss einen Weg nach drinnen finden, und zwar schnell. Ah, okay. Du musst also wild auf diesen Knöpfen rumhämmern. Na klar. Wo kam das her? Komm, wir klettern aufs Klo. Ich hab's geahnt. Bin wohl nicht der Einzige, der einen Groll hegt. Ha, anscheinend nicht. Aber drin bin ich ja jetzt schon. Ich könnte quasi auch mal hier lang gehen. Anscheinend nicht. Ha. Den Weg nach oben sein. Könnte. Komm schon, dafür ist keine Zeit. Irgendwie muss ich das Teil verlangsamen. ETF. Also Parkour mit Zeitreisen gemischt. Quasi Mirror's Edge zurück in die Zukunft. Jetzt haben die den DeLorean geklaut. Man hätte nochmal die Zeitlupe drücken können. Vielleicht liegt er langsamer. Jeder andere hätte gebrüllt: Sniper! HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Sie haben ihn. Ich frage mich, wo der Bruder ist. Feind gesichtet! Ich glaub's nicht! Bibliothek fliegt in die Luft? Jetzt? Ungünstig. Hallo Jungs. Jack, lauf! Nicht hauen, der ist doch sensibel. Hallo Terraforing.
Oh, nee. WTF. Ja, ja, haben wir schon gesehen. Zeitschild. Auf jeden Fall ganz cool gemacht. Granat! Na toll. Wenn es mal wieder länger dauert, ey. Ich wirf da nicht wieder eine Granate. Läuft ja bei ihm. Genau, umgehen. Genau. Verpiss dich mit deinen Scheißgranaten. Fixnasen, ey. Halte durch, ey. Bist du okay? Definiere okay. Ha, ist ja okay. Dir geht's gut. Typischer Professor. Wir müssen uns beeilen. Er hat aber bloß eine Backpfeife gekriegt. Die Farbe hat mir nicht gefallen. Holen wir uns ein neues. Was? Nein, Jack. Ich brauche meine... Warte kurz. Meine Aktentasche war in dem Auto. Jetzt hör auf zu flennen. Verdammte Aktentasche. In der Tasche ist aber was, das ich brauche, um den Riss aufzuhalten. Und das konntest du mir nicht früher sagen? Ich war damit beschäftigt, entführt zu werden. Ja, nun, ich kann dich immer noch hier lassen. Ja, du schaffst es nur, am Leben zu bleiben. Das gehört zu der kranken Scheiße, die du mir erklären musst. Hast du Theorien zur Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren? Nein. Dann wär's aber Zeit für eine... Warum schießen die immer noch? Die wollten uns doch lebendig. Scheinen ihre Meinung geändert zu haben. Hm. Müssen wohl Frauen sein. Ja, nur höre auf zu flennen, ey. Wir müssen meine Aktentasche holen. Und dann Beth Wilder finden. Warum? Wer ist das? Sie weiß vom Riss. Ich vertraue ihr. Schön, dass du jemandem vertraust. Das war doch die Schnalle von vorhin. So einfach ist es nicht, Jack. Ich habe dich nicht in alles eingeweiht, um dich zu beschützen. Beschützen? Schau dich um, Will. Sieh nur, wie beschützt wir sind. Das ist nicht meine Schuld. Beth hat mich davor gewarnt. Ich habe alles unternommen, um es aufzuhalten. Du hast mir nie etwas gesagt. Nichts. Ich konnte nicht. Wie lange weißt du es schon? Für sowas haben wir jetzt keine Zeit, Jack. Wir brauchen diese Aktentasche. Möchte nur mal wissen, wann hier ja, mal die erste... noch mehr von denen auftauchen.
die erste Filmsequenz oder die erste Serie kommt. Jack! Der Paul aus der Zukunft. Der Will aus der Zukunft, wie auch immer. Aha. Noch so ein Power Ranger. Was ist mit dir? Was tust du da? Nur was nötig ist. Denk nach, du weißt nicht, was auf dem Spiel steht. Ich weiß genau, was auf dem Spiel steht. Deshalb bin ich hier. Ich gebe dir eine Chance, dich anders zu entscheiden. Dieser Pfad ist vorbestimmt, lässt sich nicht ändern. Vergangenheit, Zukunft. Ich hab's gesehen. Ich hab's erlebt. 17 Jahre lang. 17 Jahre. Das warst du, das erste Experiment. Geh mit mir und wir stehen das durch. Oder klammer dich an deine Hoffnung und geh dabei drauf. Hör zu, ich habe ein Gerät. Ich kann das aufhalten, wirklich. Kannst du nicht. Das ist Wahnsinn. Es schadet nicht, es zu versuchen. Tut es doch. Und deshalb kann ich deinen Widerstand nicht dulden, Will. Das hier muss wirklich nicht so enden. Wir können das nicht zulassen. Ich werde niemals aufgeben. Es dauerte Jahre, bis ich verstand, was zu tun war. Hey. Aber die haben wir nicht mehr. Warte, warte, warte. Jetzt geht's um Zeit. Auslösen. Ich hab das nicht gewollt. Nun ist er kaputt. Sie gehen nirgendwo hin. Unglaublich. Ich hoffe, jetzt kommt eine Folge und dann schließen wir den Stream auch ab. Mein Name ist Paul Serene. Ich gründete Monarch Solutions vor 17 Jahren mit einem sehr klaren Ziel. Es gibt solche, die mein Handeln in Frage stellen. Ich nehme dies als letzte Rechtfertigung auf, als ein Zeugnis, wie es zu all dem kommen kann. Ich war immer der Mission verschrieben. Verlor mein Ziel nie aus den Augen, welche Opfer auch nötig waren. Weil ich gesehen habe, wohin es führt. Ich habe das Ende gesehen. Wir haben ein Problem. Es gibt keine Neuigkeiten zu Jack Joyce. Er müsste mittlerweile hier sein. Wir haben wohl einen Verräter unter uns. Denken Sie an Ihre Medikamente. Ich werde herausfinden, wer das war. Finden Sie Jack. Das hat Priorität. Nehmen Sie die besten Männer. Da ist mehr. Wie Sie wissen, ja, stelle ich dann ein. Zu unerwarteten Komplikationen geführt. Zeugen aus der Universität wurden hierher gebracht. Das sollten Sie sich ansehen. Wir können uns in dieser Phase des Plans keine weiteren Hindernisse leisten. Ich sehe zwei Möglichkeiten. Wir können mit Gewalt alle offensichtlichen Beweise beseitigen, aber wenn diese Zeugen verschwinden, dann... Die Öffentlichkeit würde anfangen, Fragen zu stellen und sie könnte sich gegen Monarch wenden. Ich könnte auch eine intensive PR-Kampagne starten und die Stadt auf unsere Seite bekommen. Diese würde aber nichts gegen... Die losen Enden unternehmen. Genau. Mr. Serene? Es ist Ihre Entscheidung, aber bedenken Sie... Die Männer werden ihre Entscheidung als unsere Strategie nach vorne ansehen.
Ich schlage vor, dass wir uns mit dem vorliegenden Problem befassen. Liam Burke dort drüben kann die Situation genauer erklären. Sir. Wer ist das? Amy Ferrero. Sie ist eine der Zeugen. Ist erledigt. Wir warten auf Ihre Befehle, wie wir vorgehen sollen. Meine Kräfte wurden stärker, selbst als sich das Cronon-Syndrom verschlimmerte. Ich konnte mich für einen Pfad entscheiden, der dann zur wirklichen Zukunft werden würde. Aber es stand mir nicht frei. Der Moment würde nicht vorübergehen, bis ich meine Entscheidung getroffen hatte. Alle Bedrohungen für unseren Plan müssen beseitigt werden. Nein! Monarch würde den harten Weg einschlagen, alle Hindernisse aus dem Weg räumen und alle Zeugen eliminieren. Es würde nicht schön sein, aber ich hatte schon zuvor schwere Entscheidungen für das größere Wohl getroffen. Ich habe hier alles durchsucht und so einiges über deinen Bruder gefunden. Das ist echt scheiße, Mann. Ich habe Monarch vertraut. Aber die Bewohner von Riverport würden sich gegen uns wenden. Unsere Geheimnisse würden sicher sein, aber die Öffentlichkeit würde uns hassen und Jack würde neue Verbündete finden. Monarch hat keinerlei Befugnis, Sie aufzuhalten. Und sagen Sie das auch den anderen auf dieser Brücke. Starten Sie eine PR-Kampagne. Ich will eine Stellungnahme. Und das alles nur wegen Jack Joyce. Monarch würde einen öffentlichkeitsfreundlichen Ansatz wählen und die Bevölkerung manipulieren, damit sie auf unserer Seite steht. Unsere Lügen würden uns die Kontrolle verschaffen. Die Jagd ist noch in vollem Gang. Die Behörden suchen weiterhin nach Jack Joyce. Hey, da unten schleicht jemand herum. Hey, ich glaube, das ist Jack Joyce. Wir würden die Medien nutzen, um Jack bloßzustellen und ihn dann zu jagen. Ich habe alle Dateien hochgeladen, die auf dem Stick waren, den ich in der Sicherheitsstation gestohlen habe. Aber die Zeugen wären irgendwo da draußen und Jack würde unsere Geheimnisse erfahren. Wir können keine Aufmerksamkeit riskieren. Die Zeugen müssen den Mund halten. Behalten Sie sie im Auge. Starten Sie eine PR-Kampagne. Wir brauchen die Stadt auf unserer Seite. Sie nicht. Sie ist der Kopf der Anti-Monarch-Bewegung. Ich glaube, Sie sind hier das neue Gesicht unserer Kampagne. Jack! Es gibt nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Ich nutze meine Kraft, uns zu leiten. Uns so gut wie möglich auf das Ende der Zeit vorzubereiten. Das gibt den wenigen Erwählten die Chance zu überleben. Ich habe das Ende der Zeit gesehen. Die Zeit ist um. Die Frau in der Mitte, das dürfte deine Mutter sein. Links, das ist natürlich dein Vater. Und rechts, das kleine Mädchen. Wie alt ist sie? Lafayette 114. Ist das korrekt? Diese Aufnahme wurde vor 5 Minuten gemacht von dem guten Michael. Was wollen Sie? Ich will eine Aussage. Und du
möchtest, dass Michael sich nicht mehr vor eurem Haus herumtreibt. Was geschieht mit mir? Tja, das hängt nur von dir ab. Wie schön, dass wir das klären konnten. Begleiten Sie mich. Ihre Arbeit war umsonst. Wir haben endgültig den Kontakt zu Jack Joyce verloren. Wie konnte das passieren? Das Wie ist unwichtig. Sie müssen ihn finden. Wincott versucht, ihn zu lokalisieren. Klasse. Was soll das? Was? Sie haben doch was. Die Universität. Das hätte nicht passieren dürfen. Das war schlampig. Liefen Ihre bisherigen Einsätze alle glatt? Gehen Sie nach Hause, Liam. Warten Sie auf den Anruf. Ihre Frau vermisst Sie sicher schon. Das Gute an unserem Freund Stan ist, dass er es uns einfach macht. Der Typ verwendet tatsächlich überall den gleichen Benutzernamen und immer das gleiche Kennwort. Und das bedeutet, dass seine Cloud nicht besonders gut geschützt ist. Ich präsentiere Beweisstück A. Wow, der Typ gibt dir echt alles. Und was ist das? Was ist das, Brenner? Eine Kaffeetasse. Klar ist das eine Kaffeetasse, aber was sucht ihr auf meinem Tisch? Was soll der Scheiß? Weißt du, was das ist? Gibt sowas nicht in Idaho? Iowa. Egal. Benutz ihn. Was kommt als nächstes, Brenner? Keine Ahnung. Das war mir schon klar. Das tut mir echt leid für dich. Jetzt müssen wir nur noch das Video unseres Mädchens zu Stan und unseren Freunden bei WCWY hochladen, Stan eine Nachricht mit einigen seiner Privatbilder senden und zu guter Letzt einen Brief abschicken. Dieser Brief erlaubt es Reclaim, die volle Verantwortung für alles zu übernehmen. Mit freundlichen Grüßen, ihr ansässiger Terrorist Jack Joyce. Du kannst es sagen. Das ist ziemlich gut. Scheiße. Mr. Hatch, perfektes Timing. Ich und Brenner haben gerade einiges ausgegraben über unseren News Director bei WCWY. Er wird unsere Kopie sehen und in einer Stunde das Video dieses Mädchens posten. Gute Arbeit, Wincott. Was gibt es Neues über Joyce? Joyce? Ich hab sein Fahrzeug erfasst. Ich hab seine Kamera gehackt und warte auf den Standort. Das ist nicht gerade einfach. Bleiben Sie dran. Wenn Sie ihn finden, kontaktieren Sie Burke direkt. Ich glaube, unter uns befindet sich ein Verräter. Verräter, das ist... Hallo? Hallo, ich will Sie nicht aufhalten, Mr. Hatch. Vielen Dank. War das Martin Hatch? Verpiss dich aus meinem Büro. Verpiss dich aus meinem Büro. Los. Wo bist du?
los, Joyce. War ein Scheißtag auf der Arbeit heute. Es tut mir leid. Ich bin einfach... Ich habe geträumt, du wärst eine Katze. Eine Katze? Mhm. Mit richtig großen Bärentatzen. Viel zu groß für deinen Körper. Ein ganz merkwürdiges Tier. Aber ich wusste, dass du es bist. Ich muss bald wieder zurück zur Arbeit. Du arbeitest mehr als alle anderen Field Manager in der Geschichte des Field Managements. Ich weiß. Baby, du warst 2 Tage nicht zu Hause. Deine Mutter stellt sich wieder an. Oh, ich? Wirklich. Ich stelle mich also an, hm? Sie stellt sich ganz schön an. Was ist? Ne? Was? Das ist nicht gut für dich. Komm schon. Okay. Oh, du gewinnst. Schließ die Augen. Schon okay. Geh. Ja? Burke, ich habe was zu Joyce. Was gibt es? Ich konnte ihn zu einem Lagerhaus verfolgen. Ecke Burgundy und Wilkins. Er befindet sich in der Nähe des Ground Zero. Ich schicke jetzt die Koordinaten. Ich muss dann los. Mhm. Möglichkeiten zu Grenzen vorzutreiben, von denen die Menschheit nicht zu träumen gewagt hätte. Monarch steht nicht nur für innovative Forschungs- und Designprogramme, sondern auch für wiederholte Investitionen in die Stadt Riverport, mit denen diese großartige Stadt wieder aufgebaut und in einen wirtschaftlich florierenden Standort gebracht wird. Dafür gesorgt, dass die Erwerbsquote der Stadt um 32% gestiegen ist.
Erst im vergangenen Jahr gründete CEO Martin Hedge nur einen Steinwurf von Monarchs Zentrale entfernt ein Technologieinstitut. Darüber hinaus hat er wissbegierigen Studenten aus dem ganzen Land dabei geholfen, ihre Träume und Interessen auf dem Gebiet der technologischen Forschung und Entwicklung zu verfolgen. Da Monarch seine größte Investition direkt hier in Riverport tätigt, ist es ziemlich klar, wie rosig die Zukunft für uns alle aussehen wird. Paul, es hat sich was ergeben. Jack. Sie haben es also gesehen. Heute Abend auf der Insel. Er wird da sein und er will seine Rache. Er muss gestoppt werden, sofort. Ich glaube, wir konzentrieren uns auf die falsche Sache. Ihr Verräter der fünften Kolonne? Sie sollten das nicht einfach so abtun. Joyce hatte Glück, er ist entkommen. Er ist fort. Er ist nicht dumm genug, zurückzukehren. Unsere einzige Schwachstelle ist intern, Paul. Begreifen Sie das? Sagen Sie mir was, was ich noch nicht weiß. Aber Sie denken nicht klar. Sie brauchen Ihre Medikamente. Sie repräsentieren Monarch schon seit vielen Jahren, Martin. Aber lassen Sie mich eins klarstellen. Es ist immer noch mein Chef. Und ich möchte einfach nicht, dass Sie mit ihm untergehen. Dann finden Sie ihn. Amy Ferraro, eine Augenzeugin vor Ort. Amy, erzählen Sie uns, was hier geschehen ist. Einige Leute aus unserer Gruppe sind ein wenig zu weit gegangen. Die Situation ist ziemlich eskaliert. Und das passierte alles nur wegen Jack Joyce. Ich möchte, dass die Menschen erfahren, dass er eine sehr gefährliche Person ist. Ein Terrorist. Zwei Sandwiches mit Speck und Ei? Oh, danke. Ausmaße anzunehmen. Wir bedanken uns für Ihren Mut, vor laufenden Kameras die Öffentlichkeit vor diesem offenbar sehr gefährlichen Individuum zu warnen. Was läuft, IT? IT in deinen Träumen. Hey, du hast keine Sicherheitsfreigabe für mein Büro. Sicherheitsfreigabe? Zugang gewährt. Du hast bestimmt wieder durchgearbeitet. Also? Das sind doch nicht wieder die Glibbereier. Nein, keine Sorge. Bleib cool, die sind neu. Oh Mann. Fiona Miller. Und weg. Du bist entlassen. Also was soll der Affentanz? Was zum Teufel geht da draußen vor? Der Affentanz? Ja, der Affentanz. eigentlich ist alles gut. Alles ist gut? Alles ist gut. Gestern gab's eine Schießerei in der Universität. War kein Problem für mich. Na gut. Glaubst du, die sagen die Party heute Abend ab? Machst du Witze? Niemals. Ich weiß, was er tut. Gehst du hin? Auf eine Party? Ich? Auf eine Party? Ich weiß nicht. Wir könnten ja zusammen hin. Okay. Ja, gut. Alles klar. Okay, Kumpel. Und was siehst du an? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht gehe ich nackt. Gut, gefällt mir. Ich muss wieder an meinen Platz. Also, bis heute Abend? Ja. Bis heute Abend? Ja. Yep. Kumpel. Kumpel. Liam, das ist nicht, wonach es aussieht. Fuck, Beth. Warum ausgerechnet du? Du musst mir zuhören. Sofort weg von dem Van. Weg da! Sofort! Lass die Waffe fallen! Geht leider nicht. Du hast 3 Sekunden, dann drücke ich ab. Ich habe gute Reflexe. Und du bist eine miserable Schütze.
Merkst du, was hier abgeht? Die Anomalie. Es werden immer mehr. Beth, was ist? Was geht hier vor? Die Zeit löst sich auf. Das Ende kommt näher und Joyce könnte der Schlüssel sein. Warte, warte, das Ende von was? Beth, das Ende von, Zeit, von was? Der Zeit! Der Zeit! Des Lebens, wie wir es kennen, das gesamte Universum, weg. Irgendwie hat sich Monarch die ganze Zeit darauf vorbereitet. Sie wussten, dass es geschieht. Es gibt da etwas. Sie nennen es Rettungsboot-Protokoll. Und das kann uns retten. Zumindest ein paar von uns. Hände auf den Kopf und runter auf die Knie. Brown. Wilder, ich werde es nicht noch einmal sagen. Joyce hat gerade die Hälfte meiner Männer erledigt. Wer ihm wohl geholfen hat? Wir sind unbewaffnet. Ich habe auf einen Ist mir scheißegal. Hey, ich gehöre zum Monarch. Auf die Knie! Liam, wenn Sie mich mitnehmen, ist das mein Ende. Und deins auch. Runter! Ja, tu, was er sagt. Sie dürfen uns nicht verhaften, sonst findest du das Rettungsboot nie. Denk an Emily. Entspann dich. Liam! Halt's Maul! Dieses Rettungsbootprotokoll. Was ist das? Keine Ahnung. Aber es hat irgendwas mit Dr. Kim zu tun. Dr. Kim? Wenn du es in sein Labor schaffen würdest. Das ist unmöglich. Es wurde geschlossen, nachdem er verschwunden ist. Kennst du jemanden, der dich reinbringen kann? Mal ehrlich, Leute. 39 geschafft. Noch 40 zu erledigen. Das stimmt, ja. Noch einer. Lecker. Nimm doch mal einen Untersetzer. Das ist ja widerlich. Heilige Scheiße. Liam Burke. Jetzt haben wir dich, Kumpel. Das wird Hatch nicht gefallen. Scheiße, sein verdammter Goldjunge. Ist der Sound eigentlich laut genug vom Film oder von der Serie? Deine Hilfe. Ja. Können wir kurz ungestört reden? Ich habe eigentlich zu tun. Ja, dein Büro wäre gut. Es geht auch ganz schnell. Ja. Also, was ist mit Joyce passiert? Oh, da war gar nichts. Da war gar nichts? Ja. Also, er war ganz einfach nicht da, oder was? Nein, Hatch. Er hat mich neu eingeteilt. Er will, dass ich das Standortlabor auf der Insel sichere. Er glaubt, dass Joyce dahin will. Ich soll mir hier Zugang besorgen. Kannst du helfen? Ja, klar. Ich sehe, was ich tun kann. Danke. Es ist schon komisch, dass du sagst, dass sich die Spur zu Joyce als wertlos erwiesen hat, weil ich weiß auch nicht. Es sieht aus, als wäre er dort gewesen und der andere Typ sieht hier irgendwie ganz schön ähnlich, aber das ist seltsam, denn du arbeitest für Monarch und dieser Typ da arbeitet ganz sicher nicht für Monarch. Ich könnte näher ran. Hey, hast du denn Zeit, mich umzubringen? Ich hab dir gerade die Security auf den Hals gehetzt. Du hast 20 Sekunden. Du blöffst. Hey, bleib gerne hier und find's heraus. Weißt du, was ich mit dir machen werde? Ich weiß, was Monarch mit dir machen wird. In etwa 15, 14, 13, 12, 11, 10. Viel Glück, Kumpel. 9. 8. Alle Sicherheitskräfte, Fokus auf Liam Burke. Er ist bewaffnet und gefährlich. An alle, erst auf Ebene B, neben der Hauptüberführung. Erinnerung an alle Monarch-Angestellten. Holen Sie sich die Gratis-Grippe-Impfung. Sie erhalten diese Impfung.
verdammte Idioten! Hier, stopp! Superheld! Brenner, ich kümmere mich drum. Ja, ich weiß. Er ist im Gebäude, ja? Südliches Parkhaus, ich wiederhole, südliches Parkhaus, vierter Stock. Alter Stock, versperrt ihm den Weg! Er fährt einfach vorne raus! Okay, er fährt südlich auf der Eastman, südlich auf der Eastman. Team Phantom, er bewegt sich auf euch zu, er ist schnell, passt auf. Verstanden. Haltet ihn, haltet nicht. Na los, das schaffst du. Bleib an ihm dran! Bring uns neben ihn! Sehr geil gemacht. Und damit würde ich mich für heute erstmal verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Hellraiser.